Schlossberg, da soll es heute einmal aufgehen. Aber zuerst schauen wir noch woanders hin. Ja, servus die Malen und grüß euch die Buben. Ja, wie ihr es vorher gesehen habt, es geht heute auf den Schlossberg rauf. Sorry wegen die Geräusche, wir sind in der Heimburg, in der Stadt herinnen und wieder da rauf, da am Schlossberg, aber vorher will ich da noch entlang. Ich weiß, ich war dort vor Jahren einmal, das ist so ein kleiner Stollen. Da hinten ist auch eine alte Kaserne. Ob das einmal irgendwie dazugehört hat, kann ich nicht sagen, aber ich schaue mal, ob der noch offen ist, ob man da rein kann. Und ja, zuerst schauen wir dort hin und wenn da nichts ist, gehen wir dann auf zum Schlossberg. Haben wir dann einen super Ausblick. Also, gehen wir. Ja, ich glaube, ich habe den Eingang gefunden da oben. Da werden wir gleich hinschauen. Der Stall liegt auch noch immer da. Da sieht man schön. Die Bohrung, der dürfte so richtig angebohrt worden sein. Ja, da sieht man schön, wie die Bohrlöcher sind. Ja, und da ist eben der Eingang. Man sieht da oben zwei Löcher, so wie Luftschlitz oder was das sein soll. Und das ist richtig in den Felsen halt reingehaut, bohrt. So. Reinkommen. Ein bisschen eng. Ja, keine Ahnung. Ein bisschen heller. Ja, da ist schon alle rund. Ich kann auch nicht sagen, was das einmal war. Ich weiß auch nicht, was gut wie tief sein. Schauen wir mal. Okay, da ist auch schon wieder raus. Schaut sich das schön leicht an. Phosphoreszierend. Gewaltig. Ah, wie gesagt, da hängt es auch wieder aus. Da wohnt auch wer drin. Sieht man noch ein bisschen mehr. Aber gewaltig, diese Sintersachen da oben. Das schaut geil aus. Auf alle Fälle, der Eingang ist sicher einer geschlagen worden. Das sieht man auch schön an den halbrunden Bogen. Ja, ich glaube, das soll es gewesen sein und wir schauen jetzt eigentlich wieder raus. So schön ist der Herrin nicht. So, wir sind jetzt da wieder zurück. Und da geht es jetzt einmal auf. Gut. Ja, Benutzung auf eigene Gefahr. Ich glaube, das wird man in der GoPro gar nicht so sehen, aber pff, da geht es steil auf. Aber ich beiß da durch für euch. Hier haben wir ein schönes Beispiel, der Wald hat da hinter mir angefangen, ist da rund 4er gegangen und bis daher und das ist alles verbaut worden. Geht immer weiter in den Wald rein. Ja, auf der einen Seite kann ich es verstehen, die Leute wollen ein schönes Haus im Grünen, ja, was so ist und die Gemeinden und so, die sind halt nur auf Geld aus. Wird heute halt alles umgewidmet. Ja, Freunde, Licht am Ende des Tunnels. Das erste Tor ist erreicht und gleich passiert.
Ja, der Torbogen ist natürlich schon etwas restauriert worden. Ist eh klar. Und da hat man noch die Öffnungen, wo die Verriegelungsbalken dahin waren. Weiter geht's. Da oben erspähen wir schon die Burg. Ja, Freunde, ich bin geschafft. Und ich hab's auch geschafft. Hinter mir seht ihr schon den Eingang zum Schlossberg. Wunderschön. Ich habe auch von da einen tollen Ausblick. Da gehen wir aber da noch ein Stück weiter vor. Da kann ich dann ein bisschen mehr zeigen. Also um die kann man ja 360 Grad umgehen und das zeige ich euch dann gleich. Ja, wunderschön anschauen. Da sind wir jetzt am Eingang. Auch da mit diesen kleinen, einen haben sie da rausgeschossen, wahrscheinlich. Jetzt gehen wir mal ins Innere rein. Und da oben auf der Mauer sitzen schon die Lämmergeier. Oder besser gesagt die Tauben. Wird auch da super in Schuss gehalten. Wunderschön. Schön anzuschauen. Wie gesagt, da kann man außen noch mal umgehen. Aber ich denke einmal, wir gehen da jetzt einmal rauf und zeige euch den Blick oben auf die Donau. So, da gehe ich jetzt einmal rauf. So, jetzt bin ich herum und jetzt sehe ich jetzt einen schönen Ausblick. Da unten sind sogar gemütliche Liegestühle. Optimal. Ja, mein Hausbergerl. Blick auf die Donau, die sich da durchschlängelt. Donaubrücken, die einzige. Die nächste ist erst in Wien. Ausblick da auf Hainburgstadt. Ja, mehr sehen wir von der Seite nicht. Hinter der Mauer ist der Braunsberg, aber den schauen wir sich dann von der anderen Seite an. So, da geht es jetzt einmal weiter rein. Und ja, Freunde, wer noch die Geschichte Bauplan interessiert, dann drückt sie jetzt auf Stopp. Ja, da ist der Kloster, ist natürlich alles versperrt. Jetzt in den Turm auf. Ah, sind sogar neue Bankeln da, sicher. Super gemacht, wirklich. Perfekt. Rudolf Simon Tschitsch, Burgvogt. Da geht es dann ins dunkle Verlies und da ist auch noch mal was Interessantes. Da könnt ihr jetzt auch mal auf Stopp drücken und lest euch das durch. Ja, gar so finster ist er nicht. Werde ich das ein bisschen erleuchten. Ja, das war sicher so eine Fluchtmöglichkeit, sage ich mal. Weil wir sind jetzt außerhalb von den Mauern. Und ja, schätzt das wieder sicher. Gut verbarrikadiert gewesen sein. Gut, da gibt es auch keine Möglichkeit, da müssen wir wieder zurück. Da haben wir jetzt einen wunderschönen Ausblick auf die mein Hauswald. Hausbergerl. Schon imposant. Wenn wir da jetzt lang gingen, müssen wir zu den Liegen kommen. Da kann ich jetzt nicht drüber schauen, das müsste ich jetzt ohne mich machen, weil auf die Mauer
steige ich natürlich nicht rauf. So, da habt ihr jetzt ohne mir drüber geschaut. Habt ihr hoffentlich was Schönes gesehen. Da geht jetzt ein bisschen Wind. So, gehen wir da mal rauf. Und da sehen wir jetzt schon mal Hausberger die ganze Zeit. Da hinten kann man die Königswarten erkennen. Und wo das Bergzipfel aus ist, da hinten, sieht man schon Bratislava. Das ist die Stadt Bratislava. Da ist ja ein Fernsehturm da hinten. Ja, schon ein gewaltiger Ausblick. Leider ist heute ein bisschen trieb, aber kann man halt nichts machen. So, der Windel ist ordentlich. Und wir gehen jetzt da entlang und zeige euch dann von dort noch was. So, da, jetzt sind wir herüber angekommen. Da drüben habt ihr den Brandsberg. Vielleicht sieht man da noch den Keltenwald, wo wir oben waren. Video kann ich euch da jetzt oben verlinken. Und da im oberen grünen Bereich ist diese Röttelsteinhöhle, wo wir nicht reingekommen sind. Und ja, Donau wieder mal. Wunderschön. Grau, braun. Nichts mehr mit blau. Aber ja. Ja, und das ist die Rückseite heraus von der Ruine. Wirklich wunderschön da. So, im Großen und Ganzen haben wir eigentlich alles gesehen da. Ich werde da jetzt noch mal hintere gehen zu diesen Liegestühle. Machen wir es dort bequem mit einem Kaffee. Ich habe heute nur einen kalten dabei. Und erstens liegt da noch eine schöne Feder, die werden wir sich mitnehmen auch. Volk oder Bussard. Kennt mir, wunderschön. Und da habt ihr eine Pechnosen quasi, glaube ich, nennt sie das. Da haben sie das heiße Pech runtergeschüttet auf die Angreifer. Die waren schon nicht deppert damals. Die haben sich schon zum Verteidigen gewusst. So, jetzt sind wir eigentlich wieder da hervor. Dahinter geht es zu den Bageln. Da steht noch ein Dorf und da schauen wir auch noch mal schnell drauf. Ja, die hat auch schon mal bessere Zeiten gesehen, die ist auch schon ziemlich verblasst, aber ja. Das ist der Ausblick halt, was man von da aus sieht, eben da Brandsberg in die Richtung Schlosshof und dort die Donaubrücken. Ja, da sind jetzt diese Liegestühle, die schauen auch relativ neu aus, die sind sicher noch nicht lang da. Da hinten ist noch eine Taufe. Da möchte ich nur schauen, was da drauf steht. Hey, da gibt es auch noch einen Eingang. Da ist ein Schlamperl auf dran. Der ist auch viel kleiner. Kann man gar nicht aufrecht gehen. Wieder gewesen sei. Jetzt machen wir es gemütlich. Schaut mal, wer da sitzt. Trude, die Teufelstaube. Die lässt sich gar nicht stehen. Ich bin da jetzt runtergegangen. Ja, schauen wir die mal an, die ist beringt. Ganz sicher am linken Fuß. Nein, ich will es gar nicht länger stehen. Ich mache es jetzt gemütlich. Aus. Ja, Freunde. Das nennt sich Gemütlichkeit. Herrlich. Und auch wenn er kalt ist. Meine Krankensessel, es sind wieder die ersten, die ich begrüße. Gesund werden und dann den Rest der Welt. Prost! So, ich werde da jetzt noch mal aufgehen.
gehe noch mal ein kleines Runderl und dann werde ich wieder oben in die Heimat schauen. So, wir sind da jetzt wieder durchgegangen. Und jetzt schauen wir da auf, jetzt schauen wir oben noch mal vorbei. Ja, da sind wir jetzt wieder beim Ausgang. Da sind auch noch schön die Strukturen erhalten. Werden wahrscheinlich ein bisschen nachgebaut worden sein, weil bei den ersten sieht man, da ist eh schon alles abbröckelt. Ja, möglich, dass da jetzt ein Innengang war, die ganze Seite, kann ich nicht sagen. Weiß ich nicht wirklich. Oder da war noch was einzogen und da war noch was drüber. Kann man. Ich kann es nicht mehr sagen. Ja. So, und da haben wir jetzt den Ausgang. Ja, Freunde, das soll es von meiner kleinen kulturellen Tour einmal wieder gewesen sein. Das wollte ich euch ja noch sagen. Und ja, hoffe, es hat euch ein bisschen was gefallen. Ich werde das Ganze auch unten verlinken, wo man das genauer nachlesen kann über den Schlossberg. Dass ich das nicht alles auswendig lernen muss, das kann ich nicht. Und könnt ihr das nachschauen, die Geschichte und allem. In dem Sinn sage ich mal über danke fürs Zuschauen, fürs Dabeisein, fürs Mitlaufen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und sage Servus die Malen und viert euch die Buben.